11. Auweia, schon so spät. Schade, dass man den Mond nicht hören kann. Halbe Ewigkeit gewartet. Ich dachte schon, du würdest überhaupt nicht mehr einschlafen. Es war alles so aufregend heute. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Schon gut. Herzlichen Glückwunsch übrigens noch zum Geburtstag. Danke. Pass auf, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Sache eilt. Welche Sache? Heute Nacht muss die Entscheidung fallen. Heute Nacht oder nie. Du sprichst so geheimnisvoll. Ich verstehe dich nicht. Du bist doch hoffentlich die Richtige. Du hast doch heute Geburtstag gehabt. Ja? Hast du eine Sommersprosse unterm... Wenn's nur eine wäre. Eine Sommersprosse unterm linken Auge in Form einer Schneeflocke. Woher weißt du das? Na also, dann bist du doch die Richtige. Du kannst die Aufgabe lösen, wenn du Mut hast. Könntest du nicht ein wenig verständlicher reden? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wo steckst du überhaupt? Hier oben. Tut mir leid, ich sehe nichts. Nach hier. Ah. Was soll das Gekreische? Ich hatte wirklich gehofft, du seist weniger albern als die anderen. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht beleidigen. Eigentlich habe ich keine richtige Angst vor Spinnen. Es war nur der erste Schreck. Und weil du so groß bist. Ich bin keine Spinne, sondern ein Weberknecht, falls dir das was sagt. Und mein Name ist Ottokar. Ottokar? Eigentlich ein hübscher Name. Ich heiße Miriam. Aber ja, doch, das ist mir bekannt. Können wir endlich zur Sache kommen? Die Zeit verrinnt und wir sitzen hier und schwatzen und schwatzen. Natürlich, Ottokar. Weshalb bist du gekommen? Der Schneezauber ist ausgeblieben. Keiner weiß, warum. Der Schneezauber? Hast du bisher eine einzige dünne Schneeflocke gesehen?
Nein, stimmt. Es hat den ganzen Winter noch nicht geschneit. Dabei habe ich zum Geburtstag einen Schlitten bekommen. Eben weil du Geburtstag hast und weil du dir den Schnee so wünschst und weil du die Sommersprosse unterm Auge hast, deshalb kannst du vielleicht helfen, dir und uns. Wir Tiere warten genauso dringend auf den Schnee wie du. Ich würde ja gern helfen, aber wie? Komm. Hier, häng dir das über. Aber das ist ja eine Spinnwebe. Aus reiner Seide. Du wirst staunen, wie das wärmt. Von meiner Cousine, der Kreuzspinne, gewoben. Der fasst sich gut an. Richtig kuschelig und warm. Bist du bereit? Jawohl, mein Herr, ich bin bereit. Was muss ich tun, damit es schneit? Hinter dem Sonnenuntergang auf dem Gipfel des Kristallberges wächst jedes Jahr ein silbernes Schneeglöckchen. Wenn der Vollmond scheint, muss ein Geburtstagskind dieses Schneeglöckchen läuten. Dann schneit es. Oh, wie schön. Und ich bin das Geburtstagskind, nicht wahr? Langsam, langsam, die Sache hat einen Haken. Ja? Heute Nacht müsste man das Schneeglöckchen läuten. Aber es ist noch nicht mal aufgeblüht. Warum ist es denn nicht aufgeblüht? Irgendein Unglück muss geschehen sein. Jetzt gibt es nur noch ein Mittel, dass wir Schnee bekommen. Damit das silberne Schneeglöckchen aufblüht, muss man es gießen. Mit 7 Tränen. 7 Tränen? 2 Trauertränen, 2 Freudentränen, 2 Zwiebeltränen und 1 Krokodilsträne. Trauertränen, Freudentränen, Zwiebeltränen, Krokodilsträne? Wo soll ich die denn hernehmen, mitten in der Nacht? Wenn es leicht wäre, könnte es jeder andere auch machen. Hier hast du eine Hilfe. Eine Kammharfe. Immer wenn du nicht weiter weißt, musst du darauf spielen. Ich weiß jetzt schon nicht weiter. Hat nicht Mama so einen Kamm? Spiel endlich. Ja, wenn du meinst. Sind zur Stelle, Gebieterin. Wohin geht die Reise? Schnecken als Zugtiere? Aber ich habe es doch eilig. Keine Bange, es sind Rennschnecken. Schnell wie der Blitz. Steig nur ein. Haltet euch fest, Gebieterin. Ich weiß ja noch nicht einmal, wohin wir fahren sollen. Wir sausen, wir brausen, wir jagen jetzt fort. Wir kennen kein Rasten, wir kennen den Ort. Viel Glück, Miriam. Wir reisen auf dem Mondenstrahl. Die Schnecken gehen aufs Gaspedal. Das Tempo, das wird kolossal. Die Aussicht ist phänomenal. Sie
doch her zum Linken, du da, du da, dein. Tausend Sterne blinken, du da, du da, dein. Auf der rechten Seite, endlos dunkle Weite, du da, da, dein, du da, da, dein, du da, da, dein, dein. Wir sind nur mit halber Kraft gerannt, Gebieterin. Die Reise ist noch weit. Und wo sind wir jetzt? Siehst du das nicht? Zittergras! Eine Zittergraswiese! Das wird doch nicht etwa vor mir zittern? Hey, was ist das denn? Ist da jemand? Eigenartig, sehr eigenartig, würde meine Tante sagen. Vielleicht meine Kammharfe? Da ist ja schon ein Zahn abgebrochen. Geschrei? Bitte, bitte, tu mir nichts. Was soll der Unsinn? Es tut dir doch niemand was. Nein? Aber natürlich nicht. Wie kann man nur so ein Angsthase sein? Hilfe! Überfall, Verrat, Mord und Totschlag, Räuberei, ich bin entdeckt, ich bin erkannt. Jetzt hörst du aber sofort auf mit dem Geschrei. Du machst mir ja meine Rennschnecken scheu. Ich habe solche Angst. Sag mir lieber, wer du bist. Ich bin Theodor, der Hase. Du meinst wohl Theodor, der Angsthase. Verrat mich nicht. Ganz ruhig, lieber Theodor. Ich tu dir bestimmt nichts. Ich habe zu Hause selber ein Häschen. Ich heiße Miriam und habe einen Auftrag. Vielleicht kannst du mir helfen? Ich dir helfen? Aber ich habe doch immer Angst. Brauchst du aber nicht. Soll ich dir ein großes Geheimnis verraten? Oh ja, Geheimnisse höre ich gern. Du behältst es für dich? Ehrenwort! Gut. Weißt du, wie meine Eltern mich manchmal nennen? Wie denn? Heulsuse. Ach, sieht man dir aber nicht an, dass du eine Heulsuse bist. Bin ich auch nicht mehr. Ich habe mich geändert, seit ich den Auftrag habe. Wenn du mir bei meinem Auftrag hilfst, wer weiß, vielleicht änderst du dich auch. Du hast einen Auftrag? Toll! Was für einen? Die Reise ist noch weit, Gebieterin. Ja, ja. Weißt du, warum wir in diesem Jahr noch keinen Schnee haben? Ach, das ist dein Auftrag. Da lass mich um Himmels Willen aus dem Spiel. Die Sache ist mir wirklich zu gefährlich. Das wissen alle Tiere. Bitte, Theodor, begleite mich. Allein habe ich Angst. Du hast auch Angst? Na ja, manchmal. Ein bisschen. Jedenfalls habe ich weniger Angst, wenn du mitkommst. Ja, wenn das so ist, dann muss ich wohl mitkommen, um dich ein wenig zu beschützen. Hoffentlich passiert nichts. Wohin geht denn die Reise? Wenn ich das wüsste. Die Reise ist noch weit. Na schön. Oder auch nicht. Steigen wir ein. Die Schnecken werden den Weg schon wissen. Und ab geht die Post. Seid ihr bereit, Gebieterin? Bereit. Na los, ihr müden Typen. Lasst die Kufen quietschen. Wir reisen auf dem Mondenstrahl. Die Schnecken gehen aufs Gaspedal. Das Tempo, das wird kolossal. Die Aussicht ist phänomenal. Sieh doch hier zur Linken, du da, du da, dai. Tausend Sterne blinken, du da, dai. Auf der rechten Seite, etwas dunkle Weite. Du da, da, dai, du da, da, dai, du da, da, dai, dai. Du da, da, dai, du da, da, dai, du da, da, dai, dai. Du da, da, dai, du da, da, dai, du da, da, dai, dai. Du da, da, dai, dai, dai.
Hilfe! Hilfe! Na na, was soll das Geschrei, Theodor? Schließlich bin ich aus dem Schlitten gefallen und nicht du. Mir ist schon nichts passiert. Miriam, ich sehe dich nicht. Hier bin ich. Hier gibt es nichts zu lachen. Verstanden? Theodor, hast du was gesagt? Theodor! Theodor, was hast du denn? Die Schreierei. Lass dir gefälligst. Schwarz. Dunkel. Nichts. Es wird doch hier nicht das Ende der Welt sein. Das Gefummele lässt du gefälligst. Vorsicht, Miriam! Die Reise ist noch weit. Ja, doch. Ich bin Miriam und habe einen Auftrag. Und das ist mein Freund Theodor, der mich begleitet. Ich stelle fest, man nimmt hier keinerlei Rücksicht auf einen Erkrankten. Oh, was fehlt dir denn? Nicht. Ich habe zu viel. Gib doch was ab, wenn du zu viel hast. Nicht möglich. Frag ihn, wovon er zu viel hat. Wovon hast du denn? Nicht. Ich kann nicht genug davon bekommen. Ich schlucke und schlucke. Alles Licht, was ich kriegen kann. Ich bin Magister Zappenduster. Ich schlucke und schlucke und schlucke. Ach, wenn ich endlich platzen könnte. Wenn ich dir nur helfen könnte. Vielleicht die Kammharfe. Die Reise ist noch weit. Da fehlt ja schon wieder ein Zahn. Hier, bitte. Den schenke ich dir, Magister Zappenduster. Du musst nur draufdrücken und schon geht das Licht aus. Jetzt kann ich wirklich Licht schlucken, so viel ich will. Aber ja, und wenn du zu viel geschluckt hast, drückst du einfach auf den Lichtschalter und lässt so viel Licht heraus, bis dir wieder wohl ist. Das muss ich gleich ausprobieren. Meine Güte, was muss dieser Zappenduster Licht geschluckt haben? Oh, tut das gut. Tut das gut. Die Reise ist noch weit. Jetzt habe ich aber einen Mordsappetit. Jetzt muss ich erst einmal ordentlich Licht schlucken. Halt, bevor du wieder Licht schluckst und wir dann vielleicht nichts mehr sehen. Zeig uns bitte, in welche Richtung wir weiter müssen. Ihr müsst zum Redefluss. Der Weg dorthin führt durch mich hindurch. Wenn's möglich wäre, wart er mit dem Lichtschlucken, bis wir auf der anderen Seite sind. Angsthase. Schnecken schwebten in das All. Steine, Steine! Und nichts Grünes zum Naschen in Sicht. Warum habt ihr angehalten, Schnecken? Hier können wir nicht weiter, Gebieterin. Du musst zu Fuß weiter. Du musst durch den Redefluss hindurch. Leb wohl, Gebieterin. Das kann ja heiter werden. Nichts im Magen und dann auch noch zu Fuß. Die Gegend ist auch nicht gerade gemütlich.
Mir ist ein wenig unheimlich. Horch nur, dieses Gemurmel. Klingt wie auf dem Schulhof in der großen Pause. Nur schlimmer. Miriam, sieh nur. Mitte des Saales ist also schon von einem einzigen Bild. Der Redefluss. Ja, der Redefluss. Und da sollen wir hinüber? Wir müssen hinüber. Die Schnecken haben es gesagt. Damit hatten sie leider recht. Hilfe! Wir sind umzingelt! Bitte, wie meinten Sie? In der Tat, ihr müsst über den Redefluss. Ach so, die olle Trauerweide. Wie geht's? Leider sehr, sehr schlecht, lieber Theodor. Es hört nicht auf. Tag um Tag, Nacht für Nacht. Worte, Worte. Und die meisten herzlos, dumm. Das fließt und plätschert und rieselt und tropft. Ach, wie traurig. Können wir Ihnen vielleicht helfen, verehrte Trauerweide? Ihr könnt mir nicht helfen. Ich kann euch nicht helfen. Niemand kann niemandem helfen. Es ist einfach zu traurig. Sie dürfen die Zweige nicht so hängen lassen, Frau Trauerweide. Nicht den Mut sinken lassen. Schauen Sie sich den Theodor an. Bis vor kurzem war er noch ein Angsthase. Und jetzt... Seit er mich begleitet, ist er richtig mutig geworden, oder? Ich denke... Also, man könnte das vielleicht so ausdrücken. In gewisser Hinsicht. Ach, ihr zwei Freundlichen, ihr habt einen Auftrag. Aber ich stehe hier am Redefluss und alle Worte, alle Sätze, alles, was die Menschen so reden... fließt an mir vorbei ins Meer des Vergessens. Das ist nicht so aufregend, wie man denken könnte. Die meisten Worte, die hier vorbeigeschwommen kommen, sind nutzlos. Und das geht so dahin, ohne Unterbrechung, es hört nicht auf. Soll man da nicht traurig werden? Verwiegt denn der Redefluss der Menschen nicht mal ein bisschen? Wenigstens so lange, dass wir schnell durch das trockene Flussbett warten könnten. Leider nie. Gegen morgen wird es zwar ein wenig ruhiger, aber aus den Großstädten fließt immer noch so viel Gerede, dass ihr nicht hindurchkommt. Aber wir müssen hinüber. Ich habe den Auftrag. Es gibt nur einen Weg durch den Redefluss. Ihr müsst euch in Schweigen hüllen. Nur so kommt ihr hindurch. In Schweigen hüllen? Kein Problem. Ich kann schweigen wie ein Grab. Wenn's sein muss, jahrelang. Die vielen Worte im Redefluss werden euch verführen, auch zu sprechen. Aber wehe, wenn ihr den Mund öffnet. Dann seid ihr verloren. Für immer. Klingt nicht gerade einladend. Falls du mich fragst, Miriam. Wir müssen es versuchen. Danke, liebe Trauerweide. Und versuchen Sie doch nicht so traurig zu sein. Ich will es versuchen. Viel Glück, ihr beiden. Ah, ist das traurig. So, Theodor, nun hüllen wir uns in Schweigen. Na, wenn das mal gut geht. Ich meine, bei mir sehe ich da gar keine Probleme. Ich bin bekanntlich sehr schweigsam. Wie es bei dir ist, weiß ich allerdings nicht. Sei jetzt endlich still. Klar. Psst. Wenn wir ganz in Schweigen gehüllt sind, gehen wir los. Alles klar, Boss. Meinetwegen. Wir werden es jagen, das ist ein Tag. Wir bleiben uns fühlen, nicht
öfter eins hinter die Löffel geben. Das hat doch keinem geschadet. Ja, ja, das habe ich meinem Mann auch immer gesagt. Im Winter braucht er wieder eins. Hab ich einen Kohldampf? Oh, jetzt verdrücke ich einen schönen, saftigen Hasenbraten. Das wirst du bleiben lassen, einen armen, unschuldigen Hasen aufzufressen. Du Würstling, du! Theodor, was hast du angerichtet? Hilfe! Ich winke! Du hilfst mir doch, Miriam! Ich gehe runter! Aber ich gehe ja selbst runter! Hilfe! Aber warum weinst du denn? Wir haben es doch überstanden. Aus Freude. Erstmal. Ach so, mit diesen zwei Freudentränen habe ich den ersten Teil des Auftrags erfüllt. Jetzt fehlen nur noch die Trauertränen, die Zwiebeltränen und die Krokodilsträne. Die werden wir auch bald haben. Sieh dir bloß die Kammharfe an, wie viele Zähne diesmal ausgefallen sind. Meine Schuld, nicht wahr? Da traut sich unser Eins schon mal den Mund aufzumachen und zu protestieren, dann ist es genau an der falschen Stelle. Und wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. Wie ist die Reise wundersam für Theodor und Miriam? Schau, lauter Fingerhüte stehen hier in voller Blüte. Was ist das? Was war das? Tetre, 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 tetre. Tetre, tetre, tetre. Das ist kein Echo. Aber nein. Tetre, tetre, tetre. Ein Anfänger. Klingt wie durch die Nase. Die verehrten Kollegen machen einen Ausflug? Einen Ausflug eigentlich nicht. Es handelt sich um einen Auftrag. Ah, verstehe. Eine Auftragskomposition. Und die verehrten Kollegen haben die Natur aufgesucht, weil sie der musikalischen Inspiration so dienlich ist. Ich verstehe kein Wort. Haben wir die Ehre, mit dem berühmten Waldnashorn zu sprechen? Wald- und Wiesennashorn. Wenn ich den verehrten Kollegen dienen kann. Wir bitten darum, könnten Sie uns nicht eines Ihrer wunderschönen Lieder vorblasen? Ich hab doch hoffentlich nichts Falsches gesagt. Liebes Wald- und Wiesennashorn. Lassen Sie nur. Es war nur für einen Augenblick, dass der Schmerz mich überwältigte. Lassen Sie nur. Worüber sind Sie denn so schrecklich traurig? Ich habe so selten Zuhörer. Solche Musikkenner, aber wie Sie. Ach, die kommen in 100 Jahren nicht zweimal vorbei. Und ausgerechnet jetzt muss es mir passieren. Ich bin verschnupft. Ich bin verschnupft. Ich dachte mir sowas Ähnliches. Ihre Stimme, ich meine, Sie näseln ein bisschen, nicht wahr? Aber das kann doch jedem Mal passieren. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet heute. Ausgerechnet in dieser Stunde. Ausgerechnet. Psst, psst.
ausgerechnet jetzt. Armes Nashorn, aber wir müssen weiter. Theodor, was ist denn? Hörst du denn nichts? Da zittert einer. Das Geräusch kommt von dort, hinter dem großen Stein. Nimm die Kappe, Achwil, lieber gleich in die Hand, für alle Fälle. Hast du schon wieder Angst? Hey, sieh mal. Die Frage ist, wie lange halte ich das noch durch? Ich sterbe vor Kälte. Geh bloß nicht zu nah ran, man kann nie wissen. Mir ist unheimlich heiß und du zitterst vor Kälte? Steh nicht herum wie ein Kühlschrank, hilf mir lieber. Theodor, wie soll ich dir denn helfen? Ach, der Feuersalamander Erwin. So eine Überraschung. Wie interessant. Ich habe noch nie einen Feuersalamander gesehen, nur im Biologiebuch. Ich bin erloschen. Mit dem Feuer ist es vorbei, weil ich erloschen bin. Du musst mich wieder anzünden, bevor ich vor Kälte sterbe. Anzünden? Aber womit denn? Mit einer Brennessel. Ich sehe weit und breit keine Brennessel. Was sollen wir bloß machen, Theodor? Die Kammharfe. Jetzt kriecht mir die Kälte schon in den Hals hinein, kriecht sie mir. So, tu doch was. Der Feuersalamander ist der Einzige, der uns den Weg zeigen kann. Dann hilf mir doch, ein paar Brennnesseln abzupflücken. Meinst du, ich habe Lust, mir die Pfoten zu verbrennen? Ich glaube, jetzt geht es zu Ende mit mir, glaube ich. Dann mache ich's eben allein. Au, aua, das brennt scheußlich. Wieste? Feigling. Aua! Lebt wohl. Lebt wohl. Halt durch, nur noch einen Augenblick. Das tut gut. Das war die Rettung in letzter Minute, war das. Oh, ich brenne, ich lodere. Das ist ein Feuerchen, wie ich es mag, ist das. Oh, ich danke euch von Herzen, danke ich euch. Keine Ursache. Entschuldige, Miriam. Aua, wie das brennt. Kannst du uns jetzt sagen, wie wir weitergehen müssen, Feuersalamander? Es ist ganz einfach. Geht nur da lang, eurer Nase nach, bis zum Denkmal, bis zum großen Denkmal. Das mit den Wasserhähnen ist nicht zu verfehlen. Geht in Ordnung, Erwin. Aber Miriam, du weinst ja. Ja, erstmal wegen der Brennnessel. Und außerdem bin ich traurig, weil du mich im Stich gelassen hast. Traurig? Trauertränen? Miriam! Wir sind ein Stück weiter. Schön, wie das brennt. Bist du mir noch böse, Miriam? Jetzt, wo wir ein Stück weiter sind, es ist halt der alte Angsthase mal wieder durchgekommen. Schon gut, Theodor. Der Spinnwebschall kühlt meine Hände wie Salbe. Wo, sagte der Feuersalamander, ist das Denkmal? Dort, Miriam, dort! Ich glaube, ich kann es schon sehen. Denkmal. Komisch.
Finde ich auch. Bis jetzt hatte der Kater immer die Arme unten. Vielleicht will er uns den Weg zeigen. Was soll das denn? Spiel dich nur nicht wieder auf. Man wird doch mal krähen dürfen, wenn man eine gute Idee hat. Deine Ideen kenn ich. Wer muss sie denn immer ausbaden? Was hast du denn für eine Idee? Wir sind übrigens Miriam und Theodor. Sehr erfreut. Wasserhahn. Und das ist meine Liebe. Wasserhelle. Spiel dich nur nicht wieder auf. Na los, Junge, deine Idee. Meine Idee ist ein Traum. Und mein Traum ist, dass sich eines Tages alle Wasserhähne der Welt zu einem ungeheuren Konzert versammeln. Auf mein Zeichen hin fangen sie an zu krähen, zu jubeln, zu trillern. Alle zur gleichen Zeit. Das ist der Ausbruch eines neuen Zeitalters. Das Zeitalter des Wasserhahns. Und wir Hähne verkünden seinen Beginn. Na, 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 der gute Mann ist nicht ganz dicht. Ich glaube, dieses Konzert wäre schon großartig. Aber ich glaube auch, dass ich mich dabei fürchten würde. Das gehört dazu. Hey, Miriam, hast du deinen Auftrag vergessen? Meine Güte, du hast recht, ich muss ja weiter. Nimm Wasser mit, du wirst es brauchen. Dort liegt ein Schwamm, der kann euch nützen. Das Wasser wird vor Feuer schützen. Danke und Wiedersehen. Tschüss, ihr Wassergeflügel. Tschüss. Schlüsselblumen. Lauter Schlüsselblumen. Meinst du, wir sind hier richtig? Jedenfalls hat das Nussknacker-Denkmal hierher gezeigt. Hier müssen wir durch. Sieht so aus. Aber wie? Die Tür ist abgeschlossen. Einer von uns passt. Einer von uns passt. Hast du gehört? Mit einem der Schlüssel hier kann man die Tür aufsperren. Aber wie sollen wir den aus den Tausenden herausfinden? Sie sehen doch alle gleich aus. Ich bin schon dabei. Wenn nur ein Schlüssel passt, muss er auch anders klingen als die anderen. Die klingen doch alle gleich. Ich kann keinen Unterschied hören. Klar, weil ich den richtigen noch nicht gefunden habe. Ich vermute, er klingt ein bisschen hohl. Du tust, als hätten wir ewig Zeit. Ich weiß nicht einmal, warum wir unbedingt durch diesen blöden Zwiebelturm hindurch müssen. Soll das Schloss doch verschlossen bleiben bis zum Weltuntergang. Das ist er. Typisch. Da sucht man die hintersten Ecken und Winkel ab. Und wo steckt der Schlüssel? Genau vor unserer Nase. Ich höre kaum einen Unterschied. Du kannst meinen Ohren schon trauen. Sie sind ein bisschen größer als deine. Also versuchen wir es. Hilfe! Was ist das? Dieser Geruch, das brennt ja wie Feuer in den Augen. Das halte ich nicht mehr lange durch. Und du? Ich versuche, ganz große Sätze zu machen. Oh nein,
Jetzt muss ich auch noch heulen. Halt, halt! Nicht abfischen! Zwiebeltränen! Wir brauchen deine Zwiebeltränen. Ich sehe nichts mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Was hat die Wasserhenne gesagt? Der Schwamm, der kann uns nützen. Er wird vor Feuer schützen. Nimm den Schwamm. Oh, tut das gut. Wo steckst du, Theodor? Hier. Ich bin schon durch, Miriam. Hier bin ich, Miriam. Hier, in Sicherheit. Ich glaube, den Zwiebelgeruch werde ich meinen Lebtag nicht mehr aus der Nase kriegen. Ach, Theodor, ich bin ganz zerschlagen. Mir ist so seltsam. Wo bin ich nur? Ich glaube, ich... Um Himmels Willen, Miriam, du wirst doch nicht aufwachen. Miriam, du fällst aus dem Traum. Alles war umsonst, wenn du jetzt aufwachst. Miriam! Kann dir niemand helfen, damit sie weiterschläft? Hilfe! Wir sind ja schon da. Ach du liebe Zeit, du fehlst mir gerade noch. Kannst du nicht leise gehen? Du wächst doch das Mädchen hier auf. Es hat den Auftrag, für Schnee zu sorgen, du Trampe. So kannst du mich nicht beleidigen. Ich bin schließlich ein Trampeltier, klar? Außerdem ist mir euer blöder Schnee-Schnurzhieb egal. Verschwinde! Rutsch mir den Buckel runter. Ich glaube, sie schläft noch nicht tief genug. Sie kann mich noch nicht hören. Das wird wirken. Na bitte, die Nachtigall. Sie hat in letzter Sekunde verhindert, dass du wach geworden bist, Miriam. Ich danke Ihnen sehr, Frau Nachtigall. Ich habe nämlich einen Auftrag. Die Nachtigall und die Schlafmützen. Die Schlafmützen? Da weißt du nicht mehr, wie sie um die Wette gegähnt haben. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur noch daran, wie du die Zwiebeltränen aufgefangen hast. Ich bewundere dich, wie du das noch geschafft hast. Na, Hauptsache, wir haben sie. Und ich euch. Du wolltest doch so dringend zu mir, Püppchen. Die Krokodilsträne, Theodor. Die einzige Träne, die mir noch fehlt. Na, dann komm doch näher, Püppchen, und hol sie dir. Vorsicht, Miriam, keinen Schritt näher ans Wasser, sonst zerrt es dich hinein. Komm schon, Süße, worauf wartest du? Nimm den Fingerhut und komm her. Hüte dich, Miriam. Halt's Maul, Löffelohr, du kommst später dran. Liebes Krokodil? Liebes Krokodil, finde ich gut. Sogar sehr gut.
Ich weiß genau, was du willst. Du willst eine Träne von mir für dein idiotisches Schneeglöckchen. Schnee, wie ekelhaft. Was sollen wir tun, Theodor? Die Kammharfe. Da ist nur noch ein Zahn drauf. Besser als keiner. Was flüstert ihr da, ihr Leckerbissen? Ihr meine Lieblinge. Oh, wenn ihr wüsstet, wie ich mich über euren Besuch freue. Ich hab euch ja so gern. Zum Fressen gern. Wenn das Krokodil sein Maul aufreißt, musst du die Kammharfe spielen. Wirklich zum Fressen. Jetzt. Solange es das Maul nicht zukriegt, kannst du eine Krokodilsträne in den Fingerhut füllen. Ach, und ihr Üchen. Mein Auftrag! Ich habe meinen Auftrag erfüllt! Ich freue mich so mit dir! Freut euch nicht zu früh, ihr zahnlosen Dummköpfe! Jetzt wirkt das Harfenspiel nicht mehr! Ihr habt eure Krokodilsträne! Und ich hab euch! Schnell, Miriam, die Kammharfe! Geht nicht mehr, sie hat keinen einzigen Zahn mehr. Dafür habe ich umso mehr. Und einer ist schärfer als der andere. Jetzt hilft nur noch eins. Nimmst du mich mit in deine Welt, wenn ich dir das Mittel verrate? Aber ja, mach nur schnell, das Krokodil steigt schon aus dem Wasser. Halt mich ganz fest in deinem Arm. Jetzt schau dem Krokodil in die Augen, dann kriegst du vor Furcht einen Schluck auf. Damit hüpfen wir hinaus in deine Welt. Meinst du, das geht? Konzentrier dich! So, da wäre ich, meine Lieben. Gesegnete Mahlzeit. Na, sag schon, der Auftrag. Was ist mit deinem Auftrag? Bitte, bitte tu mir nichts. Ach, du bist es, Ottokar. Ich hatte schon Angst, das wäre das Krokodil. Ein Weberknecht unterscheidet sich von einem Krokodil in folgenden 92 Punkten. Erstens... Um Gottes Willen, Ottokar, lass gut sein. Freu dich lieber, dass ich wieder hier bin. Das ist sicher einigermaßen erfreulich. Richtig freuen kann ich mich aber erst, wenn ich weiß, ob du erfolgreich gewesen bist. Ich hab's geschafft, Ottokar. Freuden, Trauer, Zwiebel, Krokodilsträne, ich habe alle. Jetzt muss ich nur noch das Schneeglöckchen gießen, damit es endlich schneit. Es ist schon sehr spät. Der Weg zum Kristallberg ist noch lang und gefährlich. Du hast sehr viel Zeit verloren. Die Panne am Redefluss... Das hat Theodor verpatzt. Von einem Stofftier kann man auch nicht mehr verlangen. Stofftier? Es gibt nur eine Lösung. Siehst du den Gipfel des Kristallbergs dort oben? Ich werde dir jetzt einen Faden spinnen, ausnahmsweise bis zum Gipfel. Auf den kletterst du hoch und gießt das Schneeglöckchen. Ich weiß nicht, ob ich so gut balancieren kann. Schnell, der Mond kann jeden Augenblick untergehen.
keine Ahnung. Da musst du schon warten, bis du aufwachst. Dann siehst du es. Ich bin doch so neugierig. Kannst du mich nicht aufwecken? Was fällt dir ein? Ich wecke doch keine kleinen Mädchen auf, mitten in der Nacht.